Naja, gut, nächstes Jahr ist auch wieder ein Fest. Und dann gewinnen wir. Es wird hart trainiert und dann wird nächstes Jahr werden die alle platt gemacht. So, ich werde wie ein Typ machen und jetzt schlafen. Wie mein Typ machen? Das verstehe ich nicht. Bleib doch mal stehen. Ja, lauf schneller, genau. Oh. Ich schreibe aber kein... Achso, okay. Schlaf gut. Dein Charakter... Ah, okay, alles klar. Ja, schlaf gut. Ich werde auch nicht mehr lange streamen, noch so ein halbes Stündchen oder so. Dann werde ich auch ausmachen. Wir können ja nicht hier jeden Abend immer bis um 12 streamen oder so. Das geht ja nicht. So. Kommen die beide jetzt raus? Hallo, ich habe zwei Hühner. Geht doch. Geht doch. Ach ja, und wir gucken dann nochmal, wie viel eine Hauserweiterung kostet bei Gott. Gott. Geöffnet täglich außer samstags, 11 bis 16 Uhr. Sehr gut. So, schauen wir doch mal. Renovieren. Etwas größeres Haus kostet mich 150 Holz, 50 Steine und 3000 Gold. Das ist aber echt teuer. Ein größerer Hühnerstall. Oh Gott, das kostet mich alles noch viel mehr. Aber das größere Haus hat auch eine Küche halt. Okay, wir werden halt anfangen mit noch ein bisschen Stein schlagen und noch ein bisschen Holz schlagen und sowas. Und dann passt das. Ich meine, die 3000 sind eigentlich relativ leicht zusammen. Vor allen Dingen im Sommer mit den Ananas. Aber Holz und Steine sehe ich da schon eher als Problem. Vor allen Dingen, weil wir halt noch keine erweiterte Axt und keine erweiterten Hammer haben. Boah, Dienstag ist das ja zu. Stimmt ja. Ich wollte mir noch eine Packung Zwiebeln kaufen. Was? Scheiße, das habe ich nicht mitgekriegt. Irgendwie ein Arzt, der irgendwo wohnt. Komisches Erscheinungsbild. Ich wette, das war irgendeine Referenz auf irgendein Spiel, aber... Ach, ich weiß auch nicht, auf was. Hallo, Karen. Oder Karin.
Ich könnte ja mal gucken, wie weit wir auch bei den Lichtern sind. Kai! Und Pipopuri ist auch schon wieder am Start. Ich krieg die Krise. Ich bin echt froh, dass deiner Mutter mein Essen geschmeckt hat, Pupuri. Ich auch. Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist und dein Versprechen gehalten hast. Das hat mich wirklich sehr erfreut. Kein Ding. Ich hoffe, und hoffen wir, dass deiner Mutter etwas aufmuntert. Ja, ich bin allerdings froh, dass Rick nicht zu Hause war, als du gekommen bist. Wenn er dich hier gesehen hätte, wäre er sicher ziemlich beleidigt gewesen. Gut möglich. Pupuri, da bist du ja. Was machst du denn ausgerechnet hier? Kai, tu mir bitte den Gefallen und hör damit auf, meine Schwester durch die halbe Stadt zu schleppen. Hey, sei nicht so unhöflich. Ich habe nur mit ihm geredet. Ist das etwa plötzlich verboten? Und überhaupt, du solltest eigentlich im Laden sein, um mir zu helfen. Gehen wir. Wenn dir der Laden so wichtig ist, dann kannst du dich ja allein um ihn kümmern. Was, Pupuri? Wie kannst du das nur so wagen? Das ist alles deine Schuld, Kai. Du setzt meiner Schwester Flaus in den Kopf. Hör damit auf. Sag nicht so gemeine Sachen über Kai. Du kapierst gar nichts. Rick, du verhältst dich wie ein Vollidiot. Schwester, warum kannst du nicht? Pupuri, du solltest lieber gehen. Deine Mutter macht sich sonst noch Sorgen, weißt du? Okay, aber ich... Okay, du hast recht. Gehen wir, Pupuri. Kai, halt dich von meiner Schwester fern. Das tut mir alles schrecklich leid, Kai. Wir sehen uns später, okay? Klar, komm gut nach Hause. Tja. Kai. Musst du dich wohl doch an mich halten, ha? Darling. Hier ist ein Honig. Mein Süßmäulchen. Ach, was ich übrigens noch sagen wollte, was ich an dem Spiel mega cool finde, sind hier zum Beispiel auch, dass man hier diese Wolken sieht. Diese Umrisse. Finde ich mega gut. Mega gut. So. Gut. Ah ne, die Trauben können wir auch noch gleich verkaufen. Und dann schlagen wir mal noch ein bisschen Holz. Wo es mit Holz langsam wirklich ein bisschen mau hier aussieht. Können wir Stein schlagen wenigstens? Irgendwie so. Stein brauchen wir ja auch für die Erweiterung. Dem wievielten Feuerwehrauto, das am Haus vorbeifährt, sollte man sich eigentlich langsam Gedanken machen. Ab dem dritten. Wenn es was easy ist oder sowas, dann schicken die meistens eins raus. Wenn es ein bisschen schwerer ist, dann zwei. Sollte es dann eigentlich noch ein bisschen schwerer sein, werden eigentlich Feuerwehrautos von einer anderen Feuerwache mit dazu beordert. Deswegen sollte man sich wirklich erst Sorgen machen, wenn drei aus einer Dingens vorbeifahren. Okay, dann mache ich mir Gedanken, ist bestimmt schon das 5. oder 6. Grad vorbeigefahren. Oh ja, dann würde ich mir wirklich ein paar Gedanken machen. Aber hey, es ist ja alles cool.
Wie zerbrannt bei dir? Ist ein Stromausfall. Was mache ich eigentlich hier mit der Flüssigkeit vom Doktor jetzt endlich eigentlich? Ich weiß, gib mir alles auf den Sack. So, wir gucken jetzt erst noch mal ins Menü. Die sind ja weitergefahren, aber scheint dann ja irgendwo hier im Ort etwas Größeres zu sein. Ja gut, aber ich sag mal, wenn es nicht bei dir ist, was geht's dich an? So, Bewohner, guck mal doch mal. Bei Pupuri haben wir sogar schon drei solche Musiknoten. Mit Basil sind wir echt schlecht. Ellie hat schon fünf Musiknoten und wir haben halt das lila Herz. Mhm. Oh, bei Doktor haben wir schon volle Musiknoten und wir haben das blaue Herz mega gut. Kann ich mir das... Ach da! Doktor, der Arzt der Stadt. Cooles Auftreten, kümmert sich aber gut um seine Patienten. An freien Tagen sucht er gerne nach medizinischen Kräutern. Was? Und mit Y-Porträt? Doktor. Mensch. Carter Cliff Dudley. Oh, mit Kai haben wir schon drei Musiknoten. Ja, wir arbeiten dran. Echt, wir können mit Bonnie Wand, können wir Freunde werden? Bitte, wie denn? So, und die Naturgeister. Und mit denen ist es voll schwierig, hier Musiknoten zu kriegen. Aber mit Sonne sind wir schon echt gut befreundet. Tiere. Warum kann ich hier eigentlich nur so wenig sehen? An Herzen und bei dem Hühnerwettbewerb könnte man so viele sehen. Und bei dem Pferd haben wir gerade mal ein Herz oder so. Ich glaube, wir brauchen zwei, um es zu behalten. Musiknoten sind so ein Freundschaftsskala. Ja, genau. Musiknoten sind so eine Art Freundschaftsskala, denke ich mal. Gute Nacht, Miss Julia. Wie gesagt, ich würde jetzt, glaube ich, eigentlich auch Däumchen gedrückt. Ja, auf jeden Fall für morgen viel Glück. Meld dich ruhig, wie es gelaufen ist. Und mach dir keine Sorgen. Ich mache jetzt noch einen Tag und dann werden wir auch ausmachen. So. Ich komme hier wieder ein bisschen hoch, damit man mich sieht. Oh, und das ist eine Geburt. Wie nennen wir es denn? Warte mal, wir haben jetzt schon nach Chuffy und nach Dennis. Oh Gott, wer ist denn noch so von meinen Followern? Remlos. So. Gut. Lauf nicht weg! Bleib stehen! Oh, hör auf, die Luft zu streicheln! Boah, Hot Ho geht mir so auf den Sack!
Hallo Doktor! Hier, ich hab hier einmal Gras. Und ich werde auf jeden Fall noch mehr Zwiebelsamen kaufen gehen. Ich muss ja heute nicht in die Klinik. So. Ich hätte gern einmal Zwiebelsamen. Wir machen gleich 6 Stück. Dann brauchen wir nicht so oft dahin zu laufen. Oh, ich kann wieder beichten, oder? Hehe. verfluchtes Werkzeug ab. Was ist denn das eigentlich? Bitte sei vorsichtig, deine Münze von Werkzeugen, das böse auf den Licht da. Aha. Nur Hallo sagen. Oh, hallo, bitte komm wieder vorbei, wenn du magst. Ich hau nichts zu beichten. Bin die Unschuld vom Land. Hier, ich kann euch mal wieder ein paar Blümchen geben. Hallo Kirsche, es geht ab. Hier ist ein Blümchen. Hallo Kürbis. Hier ein Blümchen. Hallo Pflaume. Hallo Blaubeere. Ich glaube, Blaubeere, du magst doch sicher auch mal eine Traube haben, oder? Sag ich doch. Da steht ja nämlich voll drauf. Und zwar wie hier die Sonne auf Honig. Aber die mögen mich schon alle voll mega gut. Ja, wir können die Axt erweitern. Ich muss mal gucken, auf welche Stufe. Hey, da fällt mir ein, weißt du, wie man Popcorn macht? Wenn du möchtest, kann ich es dir beibringen. Es ist super einfach. Du brauchst nur Mais und eine Bratpfanne. Erhältst du den Mais und Simsalabim Popcorn? Ah, wir können Popcorn machen. Cool. Was ist denn jetzt eigentlich nur mit seinem komischen Strandcafé? Ich habe hier noch nichts kaufen können. Ob der Holz mag? Echt anständig von dir. Ha! Wie viel hat denn der jetzt genommen? Ich hoffe nur eins. Oh, hey, Girls. Oh, Gott, Mana. Du machst mich schwach. Gut, wir gucken mal, wie weit wir die Axt erweitern können.
Gerade mal auf Bronze. Oh nee. Bronze ist doch scheiße. Aber das dauert ja noch ewig, bis ich auf Silber oder so machen kann. Oh. Was ist mit dem Hammer? Hammer könnte ich auf Silber machen. Was diese dämliche Axt aber immer so lange braucht. Ah, ich habe eh kein Geld. Also für Bronze hätte ich Geld, aber... Wer will schon Bronze? Ich weiß nicht. Unentschlossen. Auf der anderen Seite würde ich halt gern langsam mal anfangen, auch richtige Baumstämme zu... Ich hab nicht mal Bronze. Ha, lol. Hat sich erledigt. Oh, hallo? Hallo Sphere, Entschuldigung, dass ich dich so überfalle, aber könntest du zum Gemischtwarenladen kommen? Na klar. Ist das nicht Basie? Was geht mit dem ab? Ah, hallo Sphere, wie ich sehe, hast du dich auch von Jeff breitschlagen lassen. Also Sphere, ich möchte dir eine kleine Bitte erzählen. Als Basil gestern im Laden vorbeikam, redeten wir über alle möglichen interessanten Pflanzen. Er erwähnte eine für mich ganz besonders interessante, eine Blume, die Gefühle übermitteln kann. Aber du meinst doch, du hättest selbst noch nie eine gesehen, richtig Basil? Nein, noch nie. Die einzige Aufzeichnung dazu finden sich in alten Schriften. Es gibt keine Garantie, dass sie überhaupt noch existiert. Jeff war so enttäuscht. Wolltest du mit dieser Blume deine Gefühle für Sandra Ausdruck verleihen, Jeff? Basil... Musstest du das wirklich so rausposaunen? Ich werde ja ganz rot. Ha, ist nicht schlimm, Gefühle zu haben, mein Freund. Ich bin sicher, Sphere versteht das vollkommen. Klar. Wie auch immer, wir haben darüber geredet, wie schön es wäre, wenn wir unsere Gefühle unmissverständlich ausdrücken könnten. Du kommst auch langsam in das Alter, Sphere. Also, dachten wir, dass du unsere Meinung vielleicht teilst. Außerdem wäre es nicht romantisch, deiner ausgewählten Person eine Blume zu überreichen, während du dein Herz ausschüttest? Aber letztendlich ist die Blume noch ein Gerücht. Niemand weiß, ob sie wirklich existiert. Ich frage mich, wie sie aussieht. Sie ist bestimmt wunderschön. Kirsche. Ich habe von dieser Blume gehört, aber ich habe sie auch noch nie gesehen. Ich würde sie gern mal sehen. Ich auch. Wenn wir sie alle sehen wollen, müssen wir wohl eine blühen lassen. Okay, krass. Hallo? Hallo, ihr Zwerge? Heißt viel, deine Farm sieht wirklich gut aus. Du arbeitest bestimmt super hart. Weißt du was? Wir sind zum Einkaufen gekommen. Okay. Hey, was guckst du so seltsam? Wir bezahlen doch mit echtem Geld. Hey Sphere, wir haben von dieser Blume gehört. Wir möchten eine zum Erblühen bringen. Du kannst auch gerne mitkommen, Sphere. Klar, gerne. Sphere, stimmt etwas nicht? Ah, die Farmarbeit wartet wohl auf niemanden. Naja, danke, dass du dir meine kleine Geschichte angehört hast. Sei weiter so fleißig auf deiner Farm. Okay, ist das jetzt so ein Event wegen Jeff oder wegen den Wichteln? Oder okay, es geht folgen uns. Okay, spannend. Meine werten Geister, wir werden jetzt das 24. große Naturgeistfest der Experimente beginnen. Juhu, ich habe mich schon darauf gefreut. Bereit? Los geht's. Das sind jetzt die Special-Blumen. Juhu, es hat geklappt. Yippie, ohne dich hätten wir das nicht geschafft, Sphere. Du arbeitest so hart auf deiner Farm, das hilft auch in uns, das Beste zum Vorschein zu bringen. Hier, bitte gib auch eine an Herrn Jeff und Herrn Basil weiter. Klar. Kommen wir jetzt zum wichtigen Teil, die Party. Wir müssen den Erfolg unseres großartigen Experiments feiern. Sphere, mach weiter so, okay? Wir alle wünschen dir nur das Beste. Ich will auch so eine Blume. Oh, hallo Sphere, willkommen. Ja, du hast uns erwischt. Jeff und ich reden noch immer über diese Blume. Bist du zum Einkaufen gekommen? Nein. Sphere, diese Blume. Warte, sag bloß, du hast die Blume gefunden, von der wir gesprochen hatten. Du gibst sie mir einfach? Bist du sicher? Also, das ist ein wundervolles Geschenk, weißt du. Ich male sehr gern und ich denke, diese Blume wird mein nächstes Motiv. Ah, noch etwas, Sphere. Da du die Blume entdeckt hast, möchtest du ihr einen Namen geben?
Sie hat vielleicht schon einen offiziellen Namen, aber den müsste man erst herausfinden. Wieso geben wir ihr keinen schöneren Namen? Die Süßsonnenblume, hm? Okay. Ich werde jetzt mit der Analyse dieses Exemplars beginnen. Ich werde dir dann sagen, was ich herausgefunden habe. Ja. Okay. Krasse Scheiße. Hallo, Gray. Oh, hallo, Doktor. Oh, wir haben ein grünes Herz beim Doktor. Wir haben ein grünes Herz beim Doktor. An Tagen, an denen die Klinik geschlossen ist, so. Ja, ja. Ah, wir haben ein grünes Herz beim Doktor. Ich sag doch, ich werde noch heiraten, bevor der Winter losgeht. Oh. Krass, krass, krass. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, was wollte ich denn jetzt eigentlich machen, wo die mich abgelehnt haben? Achso, noch ein bisschen Holz hacken oder so. Oder Steine oder halt irgendwas. Oder Gras vielleicht? Ja, mach mal Gras. Gut. Ich würde sagen, das war's für heute. Guck noch mal den Wetterbericht. Morgen regnet's, mega gut. Dann können wir ja jetzt Schluss machen. Und auch dann nochmal speichern. Aber ich bedanke mich hier schon mal fürs Zusehen an alle und genau, hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen.